Herzlich willkommen zur 43. Folge Dangerous. Bitte, Felix. Hallo. Willst du jetzt anfangen zu rappen oder warum redest du auf einmal so schnell? Ja, nee, wir haben keine Zeit. Ach so, weil du so viel zu tun hast und nicht nur rumstehst die ganze Zeit. Ja, ich muss jetzt erst nochmal die Sachen. Ach, das ist na gut, da fehlen jetzt noch 1600. Du sagst mir jetzt mit Sicherheit, dass du bestimmt schon 8 Reaktoren hier rausgenommen hast, oder? Toll. Vielleicht haben deine Roboter aber welche rausgenommen, weißt du, weil da Blumen davon noch unten steht, ne? Aber ey, es ist wenigstens fast der untere Teil schon fertig. Da fehlt nur noch die Wärmeleitung und Wärmetauscher. Dann ist der untere Teil komplett fertig. Ja, der obere Teil da, ja. Da fehlen auch eigentlich noch Wärmeleiter und Wärmetauscher, weil ich den Rest schon im Crafting drin habe. Und Okay. dann fehlt halt noch der mittlere Teil mit den Reaktoren und so ein paar Greifer. Okay. So, dann geht es jetzt weiter. Beton müsste reichen, das müsste reichen, das müsste reichen. Ich brauche dann auf jeden Fall noch. Wo sind sie? Diese da, dafür fehlt Stahl. Na toll. Seit wann stacken Reaktoren eigentlich? Bis 10 stecken sie schon immer. Ach nee, Quatsch, gar nicht. Dachte, die stacken gar nicht. Ja, warte mal, haben die Zentrifugen gesteckt? Ja. Eigentlich waren das Reaktoren, die nicht stacken, eigentlich. Okay. Oder mal nicht gestackt haben, zumindest. Meines Wissens nach zumindest. Okay, unsere Warenhäuser hier sind gleich voll. Welche? Mit Eisenerz. Ist ja rein theoretisch gesehen nicht mal so schlimm. Was viel schlimmer ist, dass wir noch keinen einzigen Effektverteiler gebaut haben, obwohl wir die jetzt schon seit was weiß ich wie lange haben. Und die kosten mal wieder rote Schaltkreise und Stahl. Ja, schon. Und an Stahl ist halt das große Problem aktuell noch, ne? Ja, rote Schaltkreise sind aber auch nur 22.000. Warum fehlt hier? Aber hey, wir haben immerhin jetzt Effektverteiler und die Dreiermontagemaschine. Ich wundere mich gerade, hey, warum forschen wir eigentlich nicht mehr, bis ich festgestellt habe, dass hier jemand die Forschung ausgestellt hatte. Ja, weil wir Stahl benötigen. Aber ey, ich habe bald meine Bauschlange mal durch. Bald. Nach 1200 Eisenzahnrädern und 680 Rohren. Ja, ich weiß nicht, gratuliert man da oder? Oder wie ist Kommt das? drauf an, ob in der Zeit neue Sachen dazukommen, die ich bauen kann, weil wir dann bis dahin genug Stahl oder so haben, wovon aber bisher nicht so 100% auszugehen ist, glaube ich. Außer ich finde ein geheimes Stahlversteck von mir oder dir. Es gibt eins sogar. Vermutlich in einem der 35 Autos oder so drin. Oh, das wäre geil. Also wenn du es gefunden hast, sag Bescheid. Weil du selbst noch suchst, oder wie? Ja, ich weiß, ich habe irgendwo eine Kiste für Stalin geschmissen, aber ich weiß nicht mehr wo. Schön. Vermutlich wurde inzwischen schon zerstört oder so. Ja, vielleicht hast du dir gedacht, du hast einen Strommast über den Haufen gefahren, aber es war die Stahlkiste. Wäre was, ne? Hätte einen Vorteil oder so. Ja. Hätten wir wenigstens Gewissheit. Ja. Dann bräuchte ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen und suchen. Sag mal, habt ihr jetzt meine Kiste immer noch leer geräumt? Das gibt's doch nicht. Oh, nur die eine haben sie fertig. Na, ja, egal. Ihr Roboter macht das schon. Achso, nee, das ist eine Kiste. Und das ist. Ne, die Kisten sollten auch stehen bleiben. Obwohl, was machen wir im Lager noch? Stahl? Ich glaube nicht, ne? Aber wir haben mal Inventar noch 600 oder so. Nachdem ich das im Lager gefunden habe.
Was meinst du, wer die Ressourcen für die Zentrifugen kam? Jetzt kommt kein Kommentar mehr. Ja gut, ein bisschen Stahl produzieren wir ja hier noch. Minimal. Ich meine, wir haben jetzt zumindest schon mal 5 Reaktoren. Macht es aber auch nicht wirklich besser. Gut, was fehlt jetzt unten noch? Das da, ja okay, 18 mal die da noch. Wo sind denn die wie heißen die denn? Diese Stromstation, Mann, wie heißen sie denn? Substations. Mir fehlt das deutsche Wort nicht ein. Umspannwerke. Umspannwerk, genau. Oh Mann, ey. Die sind im Bau bei mir. Die vier. Und wenn du sie suchst, sind sie bei Logistik und neben den drei anderen Strommessen. Nein, ich wollte eigentlich wissen, wo die Aufträge dafür sind. Die sind direkt unter dir, ungefähr so 3 Meter schräg links neben dir. Die vier Stück. Okay. So, und noch, ja, wird nicht angezeigt, wie viele Untergrundbänder wir noch brauchen. Sind das überhaupt Untergrundbänder, die wir da brauchen? Ja. Wenn ich jetzt sie hier vorne abbreche, liebe Roboters, kommt ihr dann hier hochgeflogen und holt hier Untergrundbänder ab? Ja, und zwar alle. Okay. Dann kann der Rest von euch ja wieder bei der Kiste abbeißen. Und ich hoffe, die 124 Untergrundbänder sind jetzt genau die richtigen, die jetzt gesetzt werden, damit wir wenigstens ein bisschen Stahl produzieren. Anstatt sie per Hand einfach zu produzieren oder die Kiste auf eine Stahlkiste zu ändern, ne? Perlen produzieren kann ich sie nicht. Und die Kiste auf eine Stahlkiste ändern? Nö. Ich meine, wir brauchen sie hier unten, weil Eisen wollen wir ja auch haben und Kupfer ja auch. Ach so, wie viel Kupfer, Eisen ist denn da überhaupt? 45. Ach so, oh, ach du je. Okay, das ist so ein riesengroßes Feld da oben, alles da. Ey, ich hab's bald geschafft, meine Crafting-Schlange mal durchzubekommen. Ja, ich auch gleich. Ich habe jetzt nur noch 4 Lichtbogenöfen und 4 von diesen Robotern an. Was hast du denn mit diesen Kisten mit dir unten gemacht gehabt, dass der so viel Eisen, Kupfer und so drin ist? Das sind die Abbruchkisten von den sämtlichen Sachen. Dampfturbinen und Wärmetauschern, damit ich Untergrund bauen kann, damit wir wieder produzieren können. Achso, okay. So, habt ihr gesetzt da unten? Wie sieht's aus? Ja, nicht so war. Gut, dann produzieren wir halt Zahnräder per Hand. Vorausgesetzt, ich finde sie. Wo sind die denn jetzt, verdammt Axt?
Und dann hoffe ich mal, dass wir noch genug Platz haben. Wir noch. Gut, dann bauen wir jetzt mal 7200 per Hand. Unsere Bauroboter da unten noch arbeiten. Die haben nicht mal eine Kiste, sind die denn blöd oder was? Was machen die denn die ganze Zeit hier? Die haben keine Tragekapazitäten. Volle Roboter, ey. Sagte der, der zu faul war, um zum Lager hochzulaufen, um die Sachen abzubringen. Oder so, warum die ja da oben im Ring. Bring die doch mal da runter. Oh. Hier werden Teile abgeholt. Quatsch, blauer Untergrund. Krass. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, 600 Zahnräder habe ich schon wegproduziert. Und sind sofort weggegangen. So, wir haben 5 Kernreaktoren. Fast. Nein, jetzt haben wir 6. Die Hälfte haben wir. Toll. Fehlt nur 2500 Stahl. Das Schöne ist, damit könnten wir theoretisch gesehen die untere Seite anschmeißen. Außer dass uns noch Wärmeleitungen oder Wärmerohre fehlen. Ja gut, hier sollt ihr gleich mal irgendwann stark ankommen, ne? Irgendwann. Theoretisch ja. Aber wie viel fehlt denn da noch? Viel. Sehr viel. Anscheinend. Noch nicht wahr sein. Was brauchen wir denn hier für Gelbe? Toll, Stachel. Fuck! Was? Nichts. Okay. Nichts passiert. Ich weiß gar nicht, warum immer dort immer was passieren muss, wenn ich mal Fuck rufe. Okay. Dann kommt das schon mal vor, dass mir mal irgendwas passiert. Ach, stimmt nie. Ja, siehst du? Da schon wieder drauf kommen, ey. Ja, freue ich mich auch. Ich hoffe, diese Scheißpistole sind mit. Nein, war klar. Was habe ich damit gebaut gehabt? Zahnräder, glaube ich, ne? Man sieht nichts mehr von dem Malheur.
Juhu, damit sind 7 Reaktoren fertig. Ja, es wird. Vierzehn, 23, 75. Dankeschön. Ja, Stahl. Wie gesagt, Stahl ist halt. Das große Problem. Wenn das anspringen würde, ne? Dann wäre das top. Aber ich frage mich halt auch, warum das da unten nicht angezeigt wird. Wo bist du denn? Nein. Was wird das da, Felix? Sieht man doch. Ein Fließband. Einmal quer durch die ganze Basis. Warum? Weil ich's kann. Dann kann ich auch was. Und weißt du was? Mensch, hier sind ja rot und grüne Schellkreise, die beide, die ich brauche. Oh ne, hier sind sogar beide auf einem Rohr, auf einem Band. Hier kommt ja theoretisch Stahl runter, ne? Wenn hier jetzt noch irgendwo Kupfer wäre. Ist kein Kupfer. Ja, doof gelaufen, würde ich mal sagen. Ist das Event hier unten noch immer besser? Rot, grün. Ja, Kupfererz. Huhu. Nice. Das ist die einzige Stahlverbindung, die wir hier haben, ne? Hast du zufällig noch zwei Montagemaschinen? Schlecht. Aber da sind noch 11 drin. Schnell klauen, bevor die anderen schneller sind. Geht nicht. Hast du noch Untergrund? Teile.
brauche nur zwei. Also beziehungsweise also zwei komplette Untergrund. Also vier Stück. Ach, warte mal, ich habe hier auch noch welche. Hatte ich gerade erledigt. Was viel wichtiger wäre, hast du noch lange Greifarme? 27, ja. Kannst du mal hier drei Stück anstellen? Danke. Hast du eine Anbieterkiste? Anbieterkiste. Ich habe eine Stahlkiste. Ne, ich brauche eine Anbieterkiste da. Ich habe eine Lagerkiste. Nein, ich brauche eine Anbieterkiste, Felix. Ich habe keine Anbieterkiste. Dann klaue ich mir dieses doch von den Reaktoren. Irgendwann in naher Zukunft, wenn wir mal wieder Jetzt Stahl haben. klaut er schon wieder von der Forschung Ressourcen. Ist da hinten erstmal Stahl? Nö. Yippie, 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 ja, yay. Sollte das ein Song werden? Ja, aber es ist kein berühmter. Achso. Deswegen kann ich den einfach singen, ohne dass hier urheberrechtliche Probleme und sowas gibt. Was? Tempomodul 3? Was? Was? Wo sind die her? Aus der Forschung. Achso. Weißt du, was am frustrierendsten ist? Wenn du das Stahl? mal so hoch, wenn du das mal so, erstens das, und wenn du das mal so hochrechnest. Du brauchst für ein Tempomodul 2, 4 Einser. Das heißt, du brauchst 400 für 102er. Und wenn du dann die 102er umcraftest zu Dreiern, kommst du bei 20 Dreiern raus. Das heißt, 400, 120 wird das dann. Wie sagt man dazu? Schön. Bestimmt. Ich möchte anmerken, dass unsere Stahlschmelze soeben den Betrieb aufgenommen hat. Ja, super schnell. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, kommen wir so bei deiner Anlage, die da bei der Schmelze steht, ne? Also alle drei Speed-Module zusammengerechnet, kommen wir so auf 22.680 Einser. Felix, komm, hör einfach auf zu rechnen. Ja, bitte. Hör einfach auf. Lass es einfach gut sein. Hör einfach auf zu rechnen und die Sache ist erledigt, okay? Langweilig. Wow, wir haben hier unten schon 26 Stahl. Bist du dir sicher, dass wir hier unten mit 3 auskommen? Bestimmt.
Okay. Wie sieht denn das hier aus? Wie sieht das aus mit was? Unser Uranvorrat ist um weitere 9000 gestiegen. Deshalb brauchen wir drei Speed-Module. Ah, alles da. Dann bau mal. Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, die Anlage dann unten hinzusetzen? Ich glaube nicht, dass wir unten so viele grüne, rote und blaue Schaltkreise haben, um mal ehrlich, ganz ehrlich zu sein. Okay. Ich glaube, da sind wir hier dann doch ein bisschen besser aufgestellt, was die Schaltkreise dann angeht. Okay. Ist ja gut, ich klicke ja schon unser Eisenwarenhaus leer. Wow, wir haben echt noch viele Eisenplatten. Haben wir irgendwo im Lager noch? Fliegen ja da. Wie lange braucht deine Eisenschmelze noch? Ja, das kommt jetzt halt darauf an, Auf. wie schnell die Anlage hier vorne dann mal, ja, schön ist, dass deine Anlage hier mit den Speedmodulen die ganzen Sachen frisst, die für die Anlage unten bestimmt sind. Dann reiß es ab und setze es unten hin. Ist doch scheißegal. Es dauert sowieso noch 20 Jahre, bis da unten irgendwann fertig ist. Ja, ich baue es ja Dann muss man es schon. mal per Hand setzen. Ich verstehe Ja. sowieso nicht, warum du die Sachen per Roller setzt. Dann kannst du wenigstens Prioritäten setzen. Ja, habe Und ich dann ja. ist sich der halbe Anlage halb gesetzt. Habe ich doch. Sehe ich. Ja, die linke Anlage läuft. Die habe ich gerade per Ja, Hand und gesetzt. dafür sind die halbe Rechtanlage aus Untergrund und die halbe linke Anlage auch noch die andere Block. Dann könnte man wohl den ganzen linken Block laufen lassen. Ja gut, das macht jetzt im Moment noch keinen Sinn, weil die Anlage unten ja auch erstmal gebaut werden muss. Und da kümmere ich mich ja jetzt erstmal drum. Wenn ich das Warenhaus finde mit den ganzen Radaren. Da sind sie. Ich weiß jetzt zwar nicht, welche Anlage du unten gebaut haben willst, wenn wir keine Ressourcen haben, aber gut. Welche Ressource meinst du? Naja, mit 3500 Eisenplatten gefühlt momentan noch immer sinkend, wird es langsam eng, würde ich behaupten. Oder dann müssten wir dann die Eisenplatten von hier unten hochkarren. Oder man fängt einfach an, da Sachen zu craften. Davon abgesehen, dass das gar nicht so ein weiter Weg ist. Aber dann müssten wir wenigstens die Eisenplatten hier oben nicht mehr zum Craften verwenden. Die Eisenplatten hier oben reichen ja locker für die Basis aus, wenn es voll läuft, theoretisch. Und der Stahl würde theoretisch auch ausreichen. Zumindest war das bisher immer mein Stand, dass der Stahl gereicht hat. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Ja, durch die Lederflaschen, war es Lederflaschen? Das ist Ja. ziemlich eng gewesen oder ziemlich eng geworden. Ja, dann mach doch oben mal die Forschungsanlage, schmeiß sie mal wieder an, dann hole ich die Stahlträger von hier unten raus. Für die, wie heißt es denn? Für die Lichtbo Quatsch, für die Atomreaktoren. Okay. Das waren ja jetzt, glaube ich, eh schon 10, die fertig waren. Sind 10 fertig, ja. Das heißt, wir brauchen. Das heißt, 900 Stahl brauchen wir noch grob. Theoretisch gesehen hätte ich aber 600 irgendwas im Inventar. Aber den würde ich lieber zum Craften normal verwendet werden. 500 habe ich jetzt hier unten rausgeholt gerade. Dann wäre es ja.
größtenteils soweit fertig. Dann können wir den Stahl unten uns komplett dazu nehmen. Dann bräuchte ich jetzt nur noch mal eine ganze Masse an. An roten Untergrund. Okay, und es reicht genau nicht. Es fehlen auch noch mal 50 Beton. Das erklärt unsere ganzen roten Schaltkreise auf einem Hinwanderer, wie war das? Ja, gut, das rote Schaltkreise waren nee, 5000, ja, 6000 rote Schaltkreise, die da reingeflossen sind. Ich muss mal ganz kurz irgendwo hingehen, wo ein bisschen Platz ist. Es könnte durchaus sein, dass hier gleich ein paar. Oh nee, sogar doch nicht. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.